Als Polizisten sie abführen wollen, stoppen die Beamten kurz. Journalisten machen Fotos. Erst dann wird sie in den Polizeiwagen gebracht. Die Szene sei bloß inszeniert, glauben viele. Gut, da ist halt auch die Frage, wenn es nicht inszeniert war, was war es denn dann? Was hat sie dort gemacht? Man ermögliche eine freie Berichterstattung, heißt es gegenüber den Servus-Nachrichten. Das schon, aber es hat ja noch viel bessere Bilder gegeben, die man einfach jetzt mal einfach so im Hintergrund, während wir drüber reden, abspielen sollte. Ja, bitte gern. Weißt, das sind die Bilder, die man eigentlich mitnehmen sollte, weißt? Ich habe da irgendwie geistig die Benny Hill-Musik im Kopf, wenn ich diese Polizisten sehe, die da immer dumm staunen. Schau, wie sie sich selber auserzählen. Das kann doch nicht sein, Freunde. Herzlich willkommen zu Alles Gute Österreich. Wir sind die Jungs von Nullpunkt. Uns Riemen halb schmiei in einem Haar. Nochmal. Uns Riemen halb schmiei in einem Haar. Und wir schauen uns heute wieder die brandheißen News an. Hallo. Guten Tag. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja. Wieder mal eine Woche vergangen. Es ist so viel passiert. Es ist fast schon zum Schweiben. Will der Polizist noch einen Witz erzählen? Bitte nicht lachen, gell? Nicht lachen. Bitte nicht lachen. Ich habe mir ja letztens deine Schlussworte vorgenommen, die übrigens sehr gut sind. Ich habe alles ein bisschen nicht als schwierig betrachtet, sondern als spannend. Mhm. Und war deswegen heute in der Früh gleich beim Stromanbieter. Oh. Wegen der Grundversorgung. Und? Ist spannend. Wirklich. Und die Birkenwil sagt, das ist ein ganz einfacher Trick. Du sollst nicht sagen, es ist alles Scheiße, sondern sagen, es ist spannend. Wenn wir sagen, das ist aber spannend, das ist aber faszinierend, dann nehmen wir die Herausforderung an. Das wäre das transformatorische Vokabular. Sehr spannend. So, na, das geht nicht. Es geht einfach nicht. Mhm. Also sie wehren sie. Mhm. Also sie wehren sie tatsächlich. Okay. Vielleicht ist es nicht nur spannend, sondern vielleicht sogar eine Trilogie. Was? Vielleicht einfach lang und spannend. Verstehe schon. Ja, war sehr spannende Wochen, ja. War wirklich spannend. Wie war es bei dir? Ja, wollte gerade sagen, also sehr spannende Wochen. Und meine Mutter hatte eine Redewendung drauf, die war phänomenal. Die hat in solchen Fällen gesagt, ja, wie finde ich denn das? Viel passiert. Sehr viel passiert. Ich habe kein Thema. Ich habe nichts. Lukas hat alles vorbereitet. Nein. Where were you? I was at fucking work. Bevor wir aber jetzt einmal schauen, was die Woche so gebracht hat, es ist, glaube ich, am besten, wenn wir uns vorher mal bei unserer Community bedanken, die uns wieder unterstützt hat. Und zwar bei der Dr. Judith Z., die uns geschrieben hat, Schenkung, alles Gute. Wir werden es unserem Steuerberater so weitergeben. Außerdem Magistra Rosemarie Z. hat Spende geschrieben. Katharina B. hat uns vielleicht ein bisschen eine Aufgabe gestellt. Und zwar hat sie uns geschrieben, Om Sherem Maha Lakshmiye Naham Namha. Mhm. Oder so. Das heißt aber nichts Schlimmes, oder? Naja, man kann es natürlich auch einfach im Internet eingeben und einfach vorlesen lassen. Da hört sich das ganz anders an übrigens. Und zwar. Om Srimaha Lakshmiye Namaha. Nochmal. Om Srimaha Lakshmiye Namaha. Ja gut, ob der Computer das jetzt richtig vorgelesen hat, kann man jetzt auch nicht sagen, gell? Aber wird schon passen. Auf jeden Fall besser wie ich. Ich habe das Gefühl, ich bin hier überflüssig. Ja, habe ich kurz rein recherchiert. Das ist quasi ein Mantra, ein hinduistisches Mantra für die Göttin des Reichtums. Mhm. Und sie schreibt außerdem noch, danke für eure Videos und kritischen Humor. Weiter so, Smiley, die B***. Mhm. Also herzlichen Dank. Danke vielmals. Für dieses Mantra. Sag sicherheitshalber nochmal nicht die B. Sag sicherheitshalber die B's. Weiter so, Smiley, die B's. Danke auch. Die Sandra M. hat uns außerdem wieder geschrieben, Spende. Danke, Sandra. Und der Marcin O., ist immer ganz schwierig, wenn Menschen uns schreiben mit Namen, die ich nicht kenne. Da weiß ich irgendwie nie, ob es Vorname oder Nachname ist. Habe aber heute auch recherchiert. Es ist auf jeden Fall der Marcin, was sowas ähnliches heißt wie Martin. Das habe ich mir fast gedacht. Und er schreibt uns Zufall. Mhm. Vielleicht machen da einen Zufallsgewinn. Ich weiß es nicht. Danke auf jeden Fall, Marcin.
Der Gerhard L. hat uns außerdem geschrieben mit den Worten Bitsche und weiter so. Dankeschön. Dankeschön. Und ein großes Danke an die Agnes H. aus Wien. Die hat uns kommentarlos gespendet, aber nicht zum ersten Mal. Und herzlichen Dank und liebe Grüße nach Wien. Stark, Leute. Danke vielmals. Ja, wenn ihr uns auch unterstützen wollt und ein bisschen, was die, diesen, nicht ganz, ich sage jetzt mal so, ich würde es nicht als freie Journalisten, würde uns jetzt nicht bezeichnen. Aber du sagst es immer so schön mit den Worten Schabernack. Das ja. Finde ich eigentlich recht gut immer. So, ah. Genug Schabernack. Aber es ist nicht nur, es ist halt ein, weißt, es ist ein freier Schabernack. Mhm. Weißt, ein unbeeinflusster Schabernack. Wenn ihr das unterstützen wollt, dann schaut mal bei uns in die Kanalinfo rein. Ich blende es euch jetzt auch ein. Und da könnt ihr uns unterstützen, damit wir auch nächste Woche wieder Schabernack produzieren können. Ganz unabhängigen. Und außerdem hilft es uns natürlich auch, wenn es jemandem weiterschickt, abonniert, kommentiert, liked oder ähnliches. Für den Algorithmus. Für, ja. Ja. Und fürs Gemüt. Und natürlich. Fürs Gemüt. Was? Genau, je mehr, desto besser. Man bedient ja zweierlei Sachen, unser Gemüt und die künstliche Intelligenz quasi, ja, den Algorithmus. Aber der mag das scheinbar auch sehr, gell? Sowas wie Kommentare und Likes. Fast so sehr, wie wir das mögen, sozusagen. Ja, wir lesen es halt auch. Weißt, wir registrieren es nicht nur, wir lesen es auch und wir freuen uns jedes Mal. Und ja. Gut gesagt, da liegt der Unterschied. Ja. So, genug Schabernack. Aber was ist denn diese Woche eigentlich passiert? Ja. Es ist so viel passiert und es ist auch so viel vor uns, weil Menschen, die unsere Sendung verfolgen, wissen natürlich, dass am Sonntag in Niederösterreich ein wichtiger Tag ist. Mhm. Lieber Okan, lieber Ömer, lieber Yusuf, es geht um unser Zuhause, um Niederösterreich. Weil da nämlich gewählt wird und da ist die Frage, ob die Landesfürstin abgewählt wird. Aber es gibt so viele andere Sachen, die passiert sind, weißt? Jetzt ist rausgekommen, dass der Nehammer für seine Kanzler-PR irgendwie um die 104 Menschen anstellen muss, was im Monat knappe 500.000 Euro kostet. Geil. Das heißt, wer zahlt das? Na, wir. Ach so. Also, mir hat jetzt keiner gefragt, die wahrscheinlich auch nicht, no. Alle anderen auch nicht. Aber was mir halt echt ein bisschen wirklich komisch vorkommt, ist, dass man wirklich so viel Geld ausgeben muss und es dann trotzdem so schlecht ist. Weißt? Das ist schon interessant, weißt, dass man so viel Kohlen ausgibt und dann steht man immer noch so schlecht da, aber bei den Umfragewerten und so, gell? Wenn die Umfragen stimmen. Ja, aber weißt du, mir ging es ja gar nicht so um die Umfragewerte, sondern mir ging es ja tatsächlich um diese Qualität. Ja. Weißt, der Herr Fleischmann zum Beispiel, der Kommunikationschef jetzt von der ÖVP, der ist da natürlich dabei und der muss, also wir brauchen anscheinend 104 Leute, oder sagen wir, ich meine, selber sagen sie ja, dass es nur 70 Leute sind, aber was, wie viele Leute brauchst du denn für einen Pressetext? Oder was auch immer. Ja, die dann alle Korrektur lesen wahrscheinlich. Ja, oder wie viele Leute brauchst du denn, damit du hinschreibst oder dass du dem Kana vorschreibst, dass er sagen muss in der ZIP, das System ist kaputt. Was muss sich denn in Bulgarien ändern, damit das Land in die Schengen-Zone kommen kann? Wir reden von einem kaputten System. Ja. Weißt, und dass er das immer wieder wiederholt. Das heißt, wir sehen, das System ist kaputt, es funktioniert nicht. Wir sehen, das Gesamtsystem funktioniert nicht. Denn ich schildere es nochmal, das System funktioniert derzeit einfach nicht, es ist kaputt. Gut. Und vor allem stellt man sich vor, was ist, wenn dieses Geld andere Menschen kriegen würden, weißt? Was dann da bewegt werden könnte, weißt? Wenn wirklich 200 Leute angestellt wären für, ich weiß nicht, den Umweltschutz, für den Frieden, weißt? Ja. Weiß ich auch nicht. Schwierig. Die Frage ist, ich will so viel Geld gar nicht haben, was? Dann hätte er schlechtes Gewissen. Nur vielleicht haben die einfach so ein Budget-Ding, wo einfach drinsteht, sie müssen so viel Geld für Öffentlichkeitsarbeit ausgeben und jetzt, wo das aufgekommen ist mit den Inserate, dann ist es halt schwer, das ganze Geld irgendwo hin, dann jetzt haben sie einfach ein paar Mal mehr Leute angestellt. Das Geld ist ja über, meinst du? Das ist quasi über, ja. Wer ja, das geht sein. Das Schlimme ist halt, sie müssen sich ja um viel kümmern. Weißt, sie haben jetzt zum Beispiel den ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss haben sie jetzt abgedreht und da müssen sie sich auch darum kümmern, dass die Leute nicht darüber berichten. Ist es jetzt vorbei mit der Korruption in der ÖVP oder wie ist das zu verstehen? Naja, das Schöne ist ja das, auf der einen Seite hat die ÖVP, die quasi untersucht wird, gleichzeitig genug gemacht, um einen Untersuchungsausschuss abzudrehen, weil es quasi keinen Termin gefunden haben für eine weitere Befragung, wo natürlich auch der Thomas Schmidt dabei gewesen wäre.
Aber wir, weißt du, wir können natürlich jetzt da nichts machen. Das ist schon wieder sehr spannend, muss ich sagen. Ja, wie finde ich denn das? Parallel dazu wird der frühere Finanzminister Hans-Jörg Schelling angeklagt, wegen vermeintlichen Postenschacher. Und der August Wöginger, der aktuell Clubchef ist von der Volkspartei, auch angeklagt wegen Postenschacher. Mhm. Das heißt, es gäbe schon Möglichkeiten, also es gäbe schon Gründe, warum man sich so einen Untersuchungsausschuss anschaut. Das Witzige ist, der Reini von Frischer Wind, das ist übrigens der Typ, der dieses Video aufgezeichnet hat von dieser Podiumsdiskussion. Was wir immer sehr gern mit reinnehmen. Ja. Was wir gefühlt einmal in der Sendung haben. Ja, weil es sau wichtig ist und sau spannend. Wie läuft das in der Praxis ab? Das interessiert, glaube ich, die Leute. Kommt da jemand und ruft an? Ja, kommt jemand persönlich vorbei? Schreibt jemand eine E-Mail? Also den Satz, wenn es das nicht so macht, dann warst das, nämlich Chef der Innenpolitik, das ist da hoffentlich eh klar, diesen Satz habe ich jetzt tausendmal gehört und alle zum Teil auch sehr brutal am Telefon. Ja, das läuft zu 99,9% am Telefon. Es haben sich dann einige angewohnt, das auf WhatsApp zu machen, die machen das jetzt nicht mehr. Völlig überraschend. Liebe Grüße übrigens nach Vorarlberg, der hat uns nämlich auch ein paar Sachen zugeschickt, in Bezug auf Untersuchungsausschuss, weil es gäbe auch diesen Wirtschaftsbund-Skandal in Vorarlberg, haben wir auch schon wieder vergessen, der ist auch abgedreht worden. Ja. Ja, aber das heißt jetzt aber nicht nur, dass ich ruhig schlafen kann, gell? Auch wenn der U-Ausschuss abgedreht ist, heißt das aber nicht, dass es nicht weiter ermittelt wird, oder? Es wird schon noch weiter ermittelt gegen diese Personen. Naja, der U-Ausschuss ist ja dazu da, Menschen in der Öffentlichkeit in politischen Funktionen zu befragen, um Informationen zu bekommen, um danach quasi ermitteln zu können. Mhm. Und jetzt hat die ÖVP einfach von Haus aus gesagt, nein, wir machen gar keinen Untersuchungsausschuss. Wir hoffen, dass das einfach vergessen wird, dass da Geld verschoben worden ist und dass da Steuern nicht bezahlt worden sind und dass da Steuern nachgezahlt werden müssen und dass vielleicht zu Haftstrafen kommt. Und wir scheißen einfach. Es ist einfach egal. Und es ist so schön, das ist so diese Woche, wo ich mir einfach denke, so, es kommt einfach viel zusammen. Untersuchungen werden behindert oder abgedreht. Leute in der Regierung sind angeklagt, Leute, die früher in der Regierung waren, sind angeklagt. Aber die große Tragödie ist ja eigentlich die, dass unser aktueller Finanzminister nach der Parlamentseröffnung ist gestürzt. Mhm. Schädel-Hirntrauma. Oh je. Habe ich natürlich alles nachrecherchiert. Er ist quasi nach der Parlamentseröffnung vielleicht mit einem gewissen Pegel, wer weiß. Ist er gestürzt, nicht zu Fuß, ist oder? Er mit seinem E-Scooter. Also er ist ja modern anscheinend. Mit seinem E-Scooter ist er auf dem Weg nach Hause gestürzt. Mhm. Wahrscheinlich wollte er jetzt auch keine Personenschützer-Affäre haben, so wie der Kanzler mit seiner Frau. Sondern er hat seinen Chauffeur, der ihn normalerweise heimbringen wird. Er hat ja einen Chauffeur quasi. Mhm. Hat er freigegeben, weil er nicht der Mensch ist. Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja. Ist mit dem E-Scooter heimgefahren, Schädel-Hirntrauma, bewusstlos eingeliefert worden und ist mittlerweile schon wieder entlassen worden. Aber das Problem, das ich habe, ist ja das, der hat vorher schon keine guten Entscheidungen getroffen. Jetzt senken Sie auch die Körperschaftssteuer für Unternehmen. Das linke Momentum-Institut hat heute ausgerechnet, dass 3/4 dieser Steuersenkung an nur 5% der Unternehmen gehen, nämlich an die meisten Gewinne machen. Also das betrifft natürlich auch kleine und mittlere Unternehmen ganz intensiv. Kleine und mittlere Unternehmen. Jemand mit 40.000 Euro spart sich 400 Euro im Jahr. Ja, aber man muss schon sehen, dass es insgesamt eine wichtige Maßnahme ist für den Wirtschaftsstandort. Wir sehen ja, dass diese Senkung der Körperschaftssteuer uns im internationalen Wettbewerb attraktiver macht. Das ist im europäischen Wettbewerb ein Riesenvorteil, ein Riesenstandortvorteil und Gott sei Dank nützen wir den. Für die Körperschaftssteuersenkung geben Sie nächstes Jahr 300 Millionen aus, im Jahr darauf dann 700 Millionen. Für mehr Kinderbetreuungsplätze geben Sie gerade mal 100 Millionen zusätzlich aus. Viel zu wenig auch für die selbstgesetzten Ziele der Regierung, was die Kinderbetreuungsplätze angeht. Setzen Sie da die falschen Schwerpunkte? Das glaube ich nicht. Das war doch Scheiße, gequirlte Scheiße. Ja. Gute Besserung natürlich. Nein, das wollte ich auch sagen, gute Besserung. Aber ich hätte ihm quasi vorher auch schon wünschen können, eine gute Besserung, weil es ja vorher schon nicht gut war. Also ich wünsche keinen Menschen natürlich, dass er verletzt ist, gell? Nur du weißt, wie es heißt, ein leichter Schlag auf den Hinterkopf erhöht das Denkvermögen. Und deswegen könnte es sein, dass es etwas Gutes hat. Nur was mich wundert, gell? Personenschutz, gell? Wenn du den Personenschutz weggibst, heißt es aber nicht, dass man sich nicht schützen soll. Das heißt, der Kopfschutz wäre vielleicht wichtig gewesen. Ja. Und auch bei so einem Helm. Bei so einem E-Scooter kann man oder sollte man einen Helm tragen, gell? Ja.
Nur für die, dass das nicht nochmal passiert. Wir werden jetzt einfach ins Finanzministerium einfach die Bitte, vielleicht gibt es ja grundsätzliche Kooperation in Zukunft vom Finanzministerium und dem Kuratorium für Verkehrssicherheit. Und dann kommt dann der Helmi zum Brunner und dann reden sie mal, ja, wie das läuft. Ja, da sollten wir mal über Sicherheit reden. Ja. Ich habe das Gefühl, ich bin hier überflüssig. Helmi ist sowieso. Sollte auch gefördert werden. Also jetzt auch für den Finanzminister. Du, der wird eh von der Gießt halt, der Helmi. Ah, ja, stimmt. Das darf er doch gar nicht. Da hast du recht. Und trotzdem kommt es vor. Und weil wir gerade bei schlechten Entscheidungen sind, wir haben ja letzte Woche schon darüber geredet, wir reden eh schon seit Wochen drüber, dass ja die Strompreisbremse von uns allen bezahlt wird. Es gibt jetzt auch eine Netzgelderhöhung, die auch wieder vom Staat übernommen wird. Oh ja. Also, wie gesagt. Das sind die 80 Euro im Jahr, den man sich erspart. Genau. Also 80 Euro pro Haushalt. Geil. Denke ich mir einmal so, haben wir es so locker? Ich weiß es nicht. Aber das Schöne ist, es wird eh von allen für alle bezahlt. Und ja, ich fände das echt großartig. Wenn man wirklich einen guten Draht zur Industrie hat und sagt so die Industrie, ja, wir wollen gerne Preise erhöhen. Und die Politik sagt, das ist ja ganz schlecht, weil die Leute haben kein Geld. Macht nichts, zahlen wir. Das war doch scheiße, gequirlte Scheiße. Ja, nur die sollten das viel pragmatischer machen. Die sollten einfach direkt zur Brauunion hingehen und sagen, das Bier wird teurer, wir geben euch die Kohle, dass es fürs Bier billiger wird. Da kannst du dann die ganzen Wahlpartys auch wieder sparen. Das Bier wird teurer, gell? Ja. Aber das ist, wie gesagt, das ist das gleiche System, nur wenn es um Strom geht, dann ist es halt so, na, das geht schon, das passt schon. Ja. Das ist Subventionierung von Firmen, die teilweise am Staat gehören. Geld verschieben. Du, es ist Krieg, weißt du? Ich weiß, ja eh. Gequirlte Scheiße. Das Schöne ist, die ganzen Sachen, die da passiert sind mit den 104 Leute PR-Maßnahmen und die Untersuchungsausschüsse und was auch immer und diese Arbeit, die abgedreht wird und dieser Machtapparat, der einfach nicht aufhört zum Regieren. Das Schöne ist ja, dass die Leute da draußen nur über die Oscars reden und über den Teichmeister mit seinen Kinderbonus. Über den Fall Teichmeister diskutiert im Anschluss an die ZIP2 auch Claudia Reiterer im Zentrum. Welche Lehren müssen der Kulturbetrieb und die Politik aus dem Fall Teichmeister ziehen, frage ich die Kultursprecherin Eva Blimlinger von den Grünen. Das ist das Schöne dran. Gut, das haben wir auch noch nicht in der Sendung gehabt, gell? Aber das ist so schön für die, ich glaube, die ÖVP gefreut sich, dass das rausgekommen ist. Jetzt reden die Leute über was anderes. Ja. Und nicht über die Angeklagten in der Regierung. Ja. Ich bin ziemlich aggressiv die Wochen. The one and only Ozzy Osbourne. Good evening, Ozzy. What? Good evening, Ozzy. Hello there. How are you? Fine. Merkst du es? Nein, gar nicht so. Gar nicht so. Der Lukas ist auch gut drauf, wenn er aggressiv ist. Genau. Ich bin eigentlich immer gut drauf, aber es merken nie alle. So läuft es bei mir. Aber gut, wir haben uns ja vorgenommen, dass wir das Ganze nicht als schwierig bezeichnen oder als aggressiv, sondern als spannend. Spannend. Es wird spannend, es ist spannend. Wenn wir sagen, das ist aber spannend. Ich nehme die Herausforderung an. Ja, so ist es. Wollen wir gemeinsam diese Woche annehmen und uns mal anschauen, was die Themen heute sind. Es ist wirklich viel passiert. Ja? Aber was wir uns im Genauen anschauen, ist zum Beispiel die Sache in Lützerath. Oh ja. In Germany. Mhm. Aber nicht wegen dem, was da wirklich passiert ist, sondern mit dieser ganzen Geschichte, wie die Greta Thunberg. Dünnberg. Mhm. Die ist ja auf eine ganz kuriose Art und Weise so präsentiert worden. Also medial. Mhm. Wo ich mir dann echt gedacht habe, es fühlt sich komisch an, es fühlt sich ganz komisch an. Ja, das ist jetzt so ein bisschen in unserer heutigen Zeit, wo man Fernsehbilder sieht, also die Mainstream-Nachrichten, ja, das schaut man sich dann an und am nächsten Tag kommen dann immer die Social-Media-Videos dazu. Ja, ja. Das ist immer das Witzige dran. Zuerst sieht man, ja, Dünnberg ist festgenommen worden und abgeführt worden und dann sieht man halt diese Internetbilder, genau, wo sie dann da stehen und scherzen und ha, 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 ha. Und ich erinnere mich an die Bilder von den Demos in den letzten 2 Jahren, ja, wo alte Frauen weggezahlt worden sind, umgeschmissen worden sind, puff, baff, keine Rücksicht auf Verluste. Und da muss man dann ruhig bleiben und sagen, ja, das war vielleicht ein bisschen, ja, wie soll man das nennen? Medienschacherei, kann man sowas nennen? Naja, es ist halt,
Public Relations quasi, den Menschen zu erzählen, was sie denken sollen, ist natürlich so eine Sache. Aber für mich fühlt es sich einfach so an, als würde ich mir einen Film anschauen und danach kämen die Outtakes, weißt du, so dieses Gag-Reel und dann hinten so und die Polizisten so, so halten, ja, so, ja, 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 genau. Ja, ja. Und irgendwie so, ja, passt. Aber gut. Nein, es fühlt sich nämlich an wie eine PR-Reise, weißt du? Zuerst, genau. Zuerst fahrt sie nach Lützerath und dann gleich weiter nach Vaduz, wie heißt es? Davos. Davos. Da, wo sie alle herkommen. Außerdem reden wir diese Woche über natürlich den niederösterreichischen Wahlkampf, weil es am Sonntag ja darauf ankommt, wo wir euch nur ans Herz legen können, hinschauen, vorbeischauen, mitmachen. Demokratie, so funktioniert's. Und wir reden heute auch wieder, weil es natürlich auch wieder ein bisschen so ein omnipräsentes Thema ist, ein bisschen über diesen Krieg, der da gerade, nicht wahr? Ist der noch immer nicht vorbei? Naja, weißt du, es ist ja kein Fußballspiel, aber es ist trotzdem so ein bisschen, ja. Ein Fußballspiel ist gut, sind wir jetzt in Verlängerung oder sind wir in der ersten Halbzeit? Das kann uns auch noch keiner beantworten irgendwie, gell? Naja, irgendwie, weißt du, es hat jetzt quasi, wenn man wirklich in diesem Fußballjargon bleiben will, es hat jetzt schon zwei Weltmeisterschaften gegeben. Und wir bereiten uns gerade auf die dritte Weltmeisterschaft vor. Oh, das ist eine schierche Analogie, aber ich weiß, was du meinst. Ja, es wird gerade ausgelost, wer spielt. Es hat auf jeden Fall eine kleine Sitzung gegeben in Deutschland, witzigerweise in einer amerikanischen Militärbasis, weil ich gar nicht verstehe, weil Amerika mit dem überhaupt nichts zu tun hat. Und die haben ein bisschen darüber geredet. Das war sehr spannend, aber nur viel spannender war, wen der ORF in die ZIP einlädt, und wer da über, ich sage einmal so, über die kommende Weltmeisterschaft wieder drüber geredet wird. Und ich finde es einfach wirklich entmenschlichte Scheiße, die mich einfach zum Kochen bringt, weil man denkt so, wir reden da über diesen Krieg, als wäre es ein Fußballspiel und als wäre es irgendwie unabdingbar, dass da jetzt einfach dieser Krieg geführt wird. Und da wird der Frieden wird in diesem Gespräch so hingestellt, als wäre der Frieden was Schlechtes und der Krieg was Gutes. Sagen wir mal, Waffenstillstand, Friedensgespräche würden eigentlich zugunsten der russischen Interessen aus heutiger Sicht stattfinden. Aber, wie gesagt, das ist ein Thema, das kommt dann später. Ganz kurz noch, mir geht das jetzt mit dem Fußball nicht aus dem Kopf, gell? Ja. Weil was man beim Sport sagt, ja, mitmachen ist alles. Weißt? Alle sind Gewinner und das ist im Krieg einfach nicht so. Nein. Das Witzige ist ja das, je nachdem, wie man zuhört, natürlich andere Meinung, aber meines Erachtens ist man beim Krieg immer Verlierer. Das ist genau das Umgekehrte beim Sport. Genau. Aber bevor wir uns jetzt ganz kopfüber in diesen Konflikt hineinstürzen und uns dann YouTube bzw. Google sagt, dass wir nicht drüber reden sollten und deswegen halt auch keine Werbung entscheiden dürfen, weil das mit der freien Meinungsäußerung natürlich nur funktioniert, wenn man die richtige Meinung hat. Wir fangen an mit Österreich. Mhm. Niederösterreich. Da hat sich nämlich auch eine Partei hat seine Meinung gewechselt, wie man so schon sagt. Und zwar, was die Koalitionen und so angeht. Am besten ist, wir schauen einfach mal rein. Und wir wechseln in die österreichische Innenpolitik. Es ist eine Wahl, wohl auch mit bundespolitischen Auswirkungen. In einer Woche wird in Niederösterreich ein neuer Landtag gewählt. Erstmals nach 3 Jahrzehnten droht der ÖVP der Verlust der absoluten Mehrheit. Und zwar nicht nur im Landtag, sondern auch in der Landesregierung, wenn die Umfragen stimmen. Ah, schön, gell? Das ist ein kleiner Seitenhieb von der Rebecca Salzer, die da moderiert. Einfach so, falls die Umfragen stimmen. So, wer weiß. Wenn die Umfragen stimmen. Na gut, das ob die nicht eh schon wieder geschoben sind. Ich will nicht mehr. Na gut, das kann sie sagen, aber sie soll jetzt bei jeder Umfrage dazu sagen. Ja? Ja. Also schönen Gruß an Sebastian. Ich kann nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus. Susanna Däubl hat niederösterreichische Nationalratsabgeordnete aller Parlamentsparteien im Wahlkampf begleitet und sich das Stimmungsbarometer angeschaut. Andreas Hanger, spätestens bekannt seit dem ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss, geht es im Wahlkampf ungewohnt ruhig an. Hier in Amstetten funktioniert die überparteiliche Zusammenarbeit noch. Sein erster Weg führt zum SPÖ-Stand. Der Ausschuss, ich darf Ihnen berichten, ist für mich immer so spannend. Wenn ich in Wien bin, da glaube ich immer, es gibt nur Untersuchungsausschuss. Und wenn ich dann in meinen Wahlkreis herauskomme, mich spricht überhaupt keiner darauf an. Ich finde es ja auch schön, weißt du?
Er sagt so, ja, er spricht überhaupt keiner. Ja, genau, wenn man nicht darüber spricht, dann ist es auch nicht vorhanden, ja. Naja, das Ding ist halt, vielleicht spricht ihn einfach keiner an, weil er einfach ein unnötiger Haverer ist und einfach kein Mensch mit dem reden will. Wenn man den Untersuchungsausschuss verfolgt hat, dann weiß man, dass der halt echt, weiß ich nicht. Darf ich mir vielleicht auch ein bisschen vorstellen, Andreas Hanger, wie gesagt, sag ich mal, ich bin so irgendwie das Gegenteil von einem politischen Quereinsteiger. Ich war, glaube ich, schon mit 16 Jahren Obmann der Jungen ÖVP in meiner Heimatgemeinde. Nein, es ist wirklich so, ja, was sagen Sie, dass Sie beim Untersuchungsausschuss befragt werden? Ja, mir redet keiner an, das ist ja nie passiert. Nein, das ist ja nie passiert. Er ist ja jetzt auch abgedreht und wie gesagt, jedes Mal, wenn ich ihn sehe, muss ich daran denken, wie er immer diese rhetorische Kugel vor sich streichelt, wo er immer den dann macht. Es ist an sich nichts, weißt du, leck mich am Arsch. Und da würde ich meinen, dass ich mir durchaus einiges an Expertise erarbeitet habe in den letzten Jahren. Und ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung, zum Beispiel auch im Budgetausschuss hat ja das Parlament weitreichende Kontrollrechte. Also wir haben ja Unglaubliches am Berichtswesen, das wir ins Parlament bekommen. Und dort kenne ich natürlich das Zusammenspiel sehr gut. Die amtierende ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner schließt diesmal eine Zusammenarbeit mit dem FPÖ-Spitzenkandidaten Udo Landbauer nicht aus. Landbauer war 2018 kurz vor der Wahl über antisemitische Texte in Büchern seiner Burschenschaft gestolpert. Sie wissen, wir haben halt immer diese kurzlebige Zeit in politischen Fragen und man muss auch irgendwann einmal mit einem Thema abschließen. Dafür übrigens darauf hinweisen, wir haben in Österreich eine Proporzregierung. Das heißt, hier werden nicht Regierungen gebildet, sondern je nach Stimmenanteil ist man Bestandteil der Landesregierung. Es ist ja sowieso insgesamt ein anderes System. Man muss sogar zusammenarbeiten, ob man will oder nicht. Ja, ich bin so froh. Ich bin wirklich so froh. Jetzt haben wir 2018 diesen Liederbuch-Skandal gehabt, was der österreichischen Volkspartei wahrscheinlich dazu verholfen hat, dass sie die absolute Mehrheit halten haben können. Und jetzt so, jetzt haben wir gerade nichts. Haben wir nichts. Jetzt, vielleicht arbeiten wir doch mit denen zusammen. Das könnte auch an den Umfragen liegen, gell? Nein, es ist ja wurscht. Natürlich kann es an den Umfragen liegen. Aber das Geile ist, davor war es so, wir können mit denen zusammenarbeiten, die haben ein antisemitisches Liederbuch und jetzt so, naja. Ja, die Zeit ist vergangen. Weißt also Antisemitismus, wie wichtig ist uns das jetzt gerade, wenn es um Machterhalt geht? Außer beim über verschüttete Milch brauchen wir ja nicht klagen. Ah, weißt? Komm, scheiß drauf. Kommt Zeit, kommt Rat. Sie wissen, wir haben halt immer diese kurzlebige Zeit in politischen Fragen und man muss auch irgendwann einmal mit einem Thema abschließen. Ja. Aber ich finde auch, die Wortwahl war gut von dem Bericht. Er ist über das Liederbuch gestolpert. Ja, sicher. Weißt du, auch kurz vor der Wahl. Landbauer war 2018 kurz vor der Wahl über antisemitische Texte in Büchern seiner Burschenschaft gestolpert. Das Witzige ist, die ganzen Skandale kämen echt kurz vor der Wahl raus. Ja. Das Witzige ist ja auch, ich meine, man kann natürlich jetzt auch von der anderen Seite des Zaunes auf diese ganze Sache schauen und sagen, naja, das mit dem ORF Niederösterreich, dass der so einen guten Draht zur Mikl-Leitner hat, ist auch kurz vor der Wahl rausgekommen. Das war aber davor auch schon sehr lang. Und dass der Roland Weißmann auch aus Niederösterreich kommt und jetzt auch von der ÖVP in den ORF gesetzt worden ist, vielleicht reden wir da auch nochmal drüber, wenn es dann wieder Wahlen gibt. Ich weiß es ja nicht. Na gut, weißt du, da musst dann 100 Leute einstellen für die BR. Genau, die müssen dann gemeinsam so eine Gruppenarbeit machen. Und dann wird es vor der Wahl halt dann präsentiert, was die so herausgefunden haben. Du, vielleicht brauche ich wirklich 104 Leute in der PR-Agentur, dass ich dann wirklich auch für jede Partei kurz vor der Wahl einen Skandal aussuchen kann, damit so die Wahl dann wieder auch funktioniert. Oder vielleicht sind ein paar Leute von denen auch nur für die Umfragen zuständig. Weißt? Das kann ja auch sein. Wenn die Umfragen stimmen. Naja, da darf man ja nicht vergessen, dass Wahlkampf, ja, nicht nur diese Standl sind, die man da sieht, und die Plakate, sondern genau eben sowas, um ja, Sachen herauszufinden, die dann irgendwelchen Medien zuspielen, weißt du? Ja. Immer wieder. Ja. Es ist ganz ein komisches Ding gerade. Weißt, ich denke mal so, am Sonntag wird gewählt, die ÖVP ist jetzt wieder extrem flexibel, was antisemitische Lieder angeht. Zufällig vor der Wahl. Aber eins verstehe ich bei der FPÖ auch nicht, gell? Wenn ich FPÖ-Politiker bin, gell? Und irgendeiner sagt zu mir, da ist ein Liederbuch. Und ich sage, nein, ich will gar keine Liederbücher, bitte. Ja. Ja, weil wer weiß, was da drin gefunden werden kann. Ich brauche kein Liederbuch. Das verstehe ich nicht ganz. Hast du ein Liederbuch daheim? Ich nicht. Ich auch nicht. Ich bin ja weder in einer Burschenschaft, noch habe ich ein Liederbuch daheim. Aber vielleicht kriegt man so eine Burschenschaft dazu, so ein Buch. Nein, hör mal auf, bitte. Schau. Ich verzettel mich da gerade. Der junge Mann, wir haben es ja eh schon berichtet, der junge Mann, der zum Beispiel kurz nach dem Ibiza-Skandal diese Festplatten geschreddert hat. Das
war nicht irgendein ÖVP-Mitarbeiter, der eine Festplatte geschreddert hat, sondern es war der Leiter der Abteilung für soziale Medien im Bundeskanzleramt, der 5 Festplatten geschreddert hat, und zwar Festplatten aus dem Kabinett des österreichischen Bundeskanzlers. Was wir auch herausgefunden haben, ist, dass er nicht nur unter falschen Namen, sondern auch mit falschen E-Mail-Adressen bei der Firma Reiswolf vorstellig geworden ist, dass er sich dort mit dem falschen Namen Walter Meisinger eingetragen hat in Bücher, dass er alle möglichen Verpflichtungserklärungen unterschrieben hat. Der Fall kommt jetzt hoch, weil Walter Meisinger, der in Wirklichkeit wer anderer war, die Rechnung nicht bezahlt hat. 76 Euro und ein paar Cent. Die Mitarbeiter von Reiswolf sind draufgekommen, indem sie im Fernsehen die Abschlussrede von Sebastian Kurz gesehen haben, in der Politischen Akademie. Und hinter ihm stand ein bärtiger Mann. Und einer der Reiswolf-Mitarbeiter hat gesagt, das ist doch der Meisinger. Der ist ja auch in einer Burschenschaft drinnen, in einer sehr, relativ großen. Der arbeitet übrigens auch immer noch bei diesem Team von den 104 Leuten wahrscheinlich dabei. Du, das ist nur zeitgemäß eigentlich, hat das nicht gendert, Burschinnenschaft? Ah, das kommt noch. Okay. Das machen wir schon irgendwann einmal. Irgendwann einmal. Wir haben jetzt auch wieder die Diskussion über die Söhne. Vielleicht können wir dann auch noch eine Schwesternschaft oder... Ich glaube, es ist ja deswegen eine Burschenschaft, weil es ja nur Männer sind. Ja, auf das wollte ich eigentlich raus. Ey. Aber wer war's? Wer war's? Auf jeden Fall, die Leute draußen immer so dann, als wären die Burschenschaften nur bei der FPÖ da haben. Schaut einmal auf die Webseiten vom Parlament und schaut einmal nach, wer da überall hakelt. Schaut einfach nach und dann verbindet einfach ein paar von diesen Punkten, die sie da auftun. Ich habe da ein bisschen recherchiert. I dream of dying babies, and why do they smile? I hate those dying babies, why don't they just die? Give me diarrhea. Please die, you dying babies, in my diarrhea. Herr Turski, Sie sind Staatssekretär für Digitalisierung. Haben Sie Ihren ÖVP-Kollegen schon beigebracht, kein WhatsApp mehr zu verwenden? Ja, die Digitalisierung schreitet ja in Österreich fantastisch voran, mit einem digitalen Führerschein. Und natürlich ist auch Datensicherheit ein Thema und auch Cybersecurity, und den widmen wir uns auch die ganze Zeit. Sie machen das sehr gut als Politiker, einfach irgendwas antworten auf die Frage, die ganz konkret war. Gell? Die haben sicher auch irgendwo ein Liederbuch, aber das wird vielleicht von 104 Menschen bewacht. Ich weiß es ja nicht. Das könnte sein. Aber schön, oder? In Niederösterreich sind wir jetzt wieder flexibel. Die haben ja richtig Schiss davor, dass sie die SPÖ mit der FPÖ zusammentut, bei einer möglichen Koalition quasi. Aber es ist auch so schön, dass der Hanger da sagt, es ist da eine andere Regierungsform, da müssen alle mitmachen. Nicht so wie im Bund. Aber gut, ich bin sowieso dafür, dass alle mitmachen müssen. Und würde nie jemand streiten. Weil alle Meinungen gehört werden müssen. Ja, vielleicht wäre das eine Idee. Ja. So, genug Schabernack. Aber gut. Wenn wir schon von inszenierten Sachen reden, gell? Kommen wir gleich zu unserem nächsten Thema. Und zwar auf der einen Seite das, was in Lützerath passiert ist. Und dann können wir gleich weitergehen zu was anderem. Also wieder zurück zum Fußball quasi. Ja, bitte. Aber vielleicht schauen wir mal ganz kurz rein, was bei der Frau Thünberg so abgegangen ist, wie sie in Lützerath auf Besuch war. Also sie ist jetzt nicht so dick wie die Luda, ich verstehe schon. Das ist ein Filter. Aber ja, ich weiß, was du machst. Umweltaktivistin Greta Thunberg weiß, wie man sich inszeniert. Beim Protest gegen den Braunkohleabbau im deutschen Lützerath wird die 20-jährige Schwedin gestern kurzzeitig sogar festgenommen. Kritiker werfen jetzt den Polizisten vor, sie hätten mit Thunberg bereitwillig für die Medien posiert. Die Polizei wehrt sich gegen die Inszenierungsvorwürfe. Für Greta Thunberg endet ihr Protest im Tagebau Garzweiler gestern mit einer Festnahme. Die Stimmung scheint dennoch gut zu sein, nicht nur bei der schwedischen Klimaaktivistin. Als Polizisten sie abführen wollen, stoppen die Beamten kurz. Journalisten machen Fotos. Erst dann wird sie in den Polizeiwagen gebracht. Die Bilder machen nun im Netz die Runde. Die Szene sei bloß inszeniert, glauben viele. Alles bereit für Kameras, los geht's.
kann die mediale Inszenierung von Greta Thunberg und Lützerath eigentlich noch lächerlicher werden? Ja, sie kann. Die zuständige Polizei in Aachen weist die Vorwürfe jedoch zurück. Man ermögliche eine freie Berichterstattung, heißt es gegenüber den Servus-Nachrichten. Dass die Festnahme inszeniert gewesen sein könnte, bestreitet ein Sprecher in einer Stellungnahme. Die Polizeibeamten haben nicht posiert, sondern mussten warten. Es handelt sich also nicht um eine gestellte Szene, wie nun in sozialen Medien behauptet wird. Diese Szene hätte sich aus unserer Sicht auch ohne die Anwesenheit von Fotografen genauso abgespielt. Doch der Schaden ist wohl angerichtet. Für Kolumnist und Journalist Jan Fleischhauer ist die Situation vor allem eines skurril. Man könne nicht mehr sagen, was Inszenierung sei und was nicht. Diese Art von Superpromi, die sie ja letztlich ist, das überstrahlt auch die ganze Szene. Und das gibt dem auch sowas eben Hollywoodhaftes, ja? Und in gewisser Weise auch Unernsthaftes. Man erwartet ja jederzeit, dass jemand ruft von hinten und Klappe. Greta Thunberg selbst äußert sich noch gestern Abend im Internet. Sie sei nach der Feststellung ihrer Identität wieder freigelassen worden. Zudem sei Klimaschutz kein Verbrechen, so die Schwedin. Gut, da ist halt auch die Frage, wenn es nicht inszeniert war, was war es denn dann? Was hat sie dort gemacht? Was ist denn jetzt rausgekommen? Was war es denn jetzt? Es ist so schön. Ich finde es einfach so geil, einfach diese, wenn man es, man sollte eigentlich diesen Clip immer und immer wieder anschauen, bis man dann draufkommt, ach warte mal, sie haben ja nur den Journalismus ermöglicht. Ja. Wo man dann so, ja, eh, Bilder. Als Polizisten sie abführen wollen, stoppen die Beamten kurz. Journalisten machen Fotos. Erst dann wird sie in den Polizeiwagen gebracht. Genau. Bilder produzieren. Ja, genau. Bilder also produzieren, die dann viele Leute konsumieren, die dann viele Leute anschauen und dann immer so glauben, so ja, und das ist, ah, zufällig haben sie genauso festgehalten, können wir ein bisschen warten, vielleicht kommt man dann. Auf was haben sie denn gewartet? Und nachher haben sie es tragen, auch, weißt du, hat man ein bisschen so das Gefühl. Ja, sie ist alleine da gesessen und dann auch dieses so, sie haben die Identität feststellen müssen und dann haben sie es wieder freilassen. Alter, Entschuldigung, wird diese Frau jetzt mit irgendwem verwechselt? Uwe! Mit dem Peter von Ludolfs oder so? Ich weiß es ja nicht. Manfred! Essen kommen! Wer sind Sie, junge Frau? Ich muss die Identität nicht feststellen und sie dann wieder freilassen, wenn ich vorher darauf warten habe müssen, dass ich es abführen kann, ja, damit ich es dann in einen Transport reinnehme, damit ich es dann feststellen kann, wer sie ist, obwohl ich schon weiß, wer sie ist, weil die ganzen Fotografen witzigerweise dabei waren und nur ein paar Fotos haben machen müssen. Und so kannst du das vielleicht ein bisschen halten, ein bisschen weiter Ferie, ein bisschen weiter zurück. Man ermögliche eine freie Berichterstattung, heißt es gegenüber den Servus-Nachrichten. Sexy Gesicht, traurig Gesicht, sexy Gesicht. Ja, und bitte nicht lachen, gell? Nicht lachen. Bitte nicht lachen. Sie sei nach der Feststellung ihrer Identität wieder freigelassen worden. So, können wir das mit dem Lachen vielleicht noch ein bisschen, ja, lassen, so wie der Polizist dann weiterzählen? Mit abführen, ganz kurz. Ja. Weil man hat nämlich Bilder gesehen von Demonstrationen in den letzten 2 Jahren, wo Menschen abgeführt worden sind. Da hat man bitte ja das Gefühl gehabt, dass ich gesagt habe, da, entschuldige, da ist dreckig, kannst du mich bitte ausgetragen. Genau. Man könne nicht mehr sagen, was Inszenierung sei und was nicht. Und wie gesagt, es ist halt wirklich ein absoluter Witz, weil ich mir denke, ja, war die Polizei posiert nicht, sondern sie haben warten müssen, um sie dann festzustellen. Und ich denke mir, dass, habt ihr das Denken verlernt? Ich meine, jetzt stell dir vor, bei den ganzen, die werden ja nie fertig. Na? Wenn da ein Fotograf ist, die würden ja nie fertig werden, ja, dort ihren Job zu machen, die Polizei, wenn sie dauernd sagen würden, ja, entschuldige, wollte ich ein Foto machen, weißt du, ah, ja, da ist noch ein Fotograf, habe ich blinzelt, bitte noch ein Foto. Komm, machen wir noch ein paar Sicherheitsfotos. Ja, genau. Man kennt das aus der Branche, wenn man so beim Fotoshooting ist, ja, also jetzt probieren wir noch was. Das kennt man von jeder Hochzeit. Ja, genau. Was? Ja, genau, von jeder Hochzeit. So, ja, ja. Die Gurten haben wir jetzt probieren wir noch was. Bitte die Kleinen vor. Kannst du ein bisschen schauen, kannst du, ja, ein bisschen so, kannst du was werfen, immer was gegen das Licht, ha? Schauen wir mal, wie das so ist. Ja, genau so. Loving it. Let's make it Vanessa's sandwich. Wenn man sie ein bisschen zurückrecherchiert und schaut, was so sonst bei den Demonstrationen in den letzten 2 Jahren passiert ist, da ist gar nicht so drauf geachtet worden, dass irgendwer jetzt geschont wird. Nein, es hat nämlich null. Ja, ich meine, gut, in Lützerath hat es auch teilweise Bilder gegeben, wo sie ordentlich eingedrescht haben in die Menge. Weißt du?
Das schon, aber es hat ja noch viel bessere Bilder gegeben, die man einfach jetzt mal, einfach so im Hintergrund, während wir darüber reden, abspielen sollte. Ja, bitte gern. Was? Das sind die Bilder, die ihr eigentlich sehen wollt. Das sind die Bilder, die eigentlich um die Welt gehen sollten, wo es darum geht, dass diese Polizisten einfach so schwer anzogen sind, dass sie halt einfach im Schlamm versinken. Wobei, es ist ja eigentlich ein gutes Bild, ja, dass du einfach sagst, okay, warum sinken die ein? Ja. Weil es Beamte sind, weil es nicht, sie nicht bewegen. Natürlich, wenn du im Schlamm stehen bleibst, sinkst ein. Und man sieht es beim Mönch zum Beispiel, der ja, ganz ehrlich, er wollte, glaube ich, nur helfen, aber der bewegt sich die ganze Zeit und sinkt deswegen nicht ein. Und der Jungs, Mönch geht quasi über dem Schlamm. Er geht quasi über dem Schlamm. So wie Jesus am Wasser gegangen ist. Genau. Und wie gesagt, das sind die Bilder, die man eigentlich mitnehmen sollte. Weißt? Da ist der Mönch und diese Beamten. Ich glaube nicht, dass er echter Mönch ist, gell? Wer weiß. Aber es ist einfach schön, weißt? Ich habe da irgendwie geistig die Benny Hill Musik im Kopf, wenn ich diese Polizisten sehe, die da am Motor umstammen. Aber sie sich selber auserzählen. Das kann doch nicht sein, Freunde. Weißt, so muss das machen. Und nur dann, wenn und man. Dann schmeißt und, ja. Nein. Ich glaube, dass, wenn man sich ein bisschen mit Survival und so auskennt, weiß man, dass wenn man wo feststeckt, muss man umfallen, weil natürlich die Schwerkraft, die mich immer weiter reinhaut, und wenn du dann liegst, kommst du wieder raus. So wie man im Eis einbricht, meinst du? Das heißt, der Mönch ist ja eigentlich der absolute Hilfe gewesen. Aber wie gesagt, wenn du stehen bleibst, sinkst ein. Ja. Und die lernen das anscheinend auf die harte Tour. Aber wie gesagt, das sind die Bilder, die mir besser gefallen, wie diese inszenierten Fotos von der Frau Thunberg. Hm. Aber deswegen meine ich ja, deswegen haben sie es rausgetragen, weil sonst wäre sie ja stecken geblieben. Oh Gott, ich finde es einfach großartig, weißt? Die Jugendlichen picken sie irgendwo fest und die Kiewerer bleiben im Schlamm stecken. Ja, super. Also sehr, sehr klebrige Angelegenheit, gell? Weißt du, sehr klebrige Angelegenheit. Ja. Das waren jetzt die wunderbaren Bilder von Lützerath. Was mir halt immer wieder ein bisschen stört, ist, dass man halt sie immer denkt, so, um was ist da eigentlich nur mal gegangen? Wenn da so viel aufeinander einprasselt, da ist die Thünberg, die wird dann ausgetragen und dann wird sie geführt, dann wird sie gehalten, dann posiert sie, die ganzen Kieberer bleiben im Schlamm stecken, aber um was ist es da eigentlich gegangen? Ich weiß es nicht. Vielleicht geht es einfach nur darum, dass wir einfach irgendwas hören. Ne, es ist um Energie gegangen, oder? Es ist um Kohleabbau gegangen. Aber du hast völlig recht, das wird überhaupt nicht behandelt, gell? Da sieht man auch, dass so ein Protest in dem Sinn gar nicht so viel bringt, weil die Medien das dann sowieso ihre eigene Geschichte draus machen. Gell? Die Medien, kommt man vor, machen das Ganze einfach irgendwie so eine Art Unterhaltungsformat. Ja. Weißt, so, es ist Unterhaltungsmedien, die quasi sich nur damit beschäftigen, so, das ist jetzt passiert, aber wir reden nicht über das Thema, sondern wir reden über das, was lustig ist. Mhm. Oder das, was tragisch ist. Oder das, was vielleicht Angst bereitet. Mhm. Und eigentlich sollten wir diejenigen sein, die sich dann anschauen und dann ein bisschen Unterhaltung draus machen. Jetzt machen die das schon selber. Ich hab's mir gerade überlegt. Die uns den Job wegnehmen? Die machen uns den Job. Also, habt ihr die Jungs von Nullpunkt gesehen? Die müssen jetzt mit den eigenen Waffen schlagen. Ja. Aber du letztens gesagt hast, wir müssen sie mit den eigenen Waffen schlagen. Ja, genau eben. Ich will nicht mehr. Aber wir kommen jetzt zu unserem Thema vom Anfang ein bisschen, wo es auch, glaube ich, auch wieder so ein bisschen um Bilder geht. Aber es ist so, es war so, die Deutschen, ja, die haben sie mit den Amerikanern, warum es die Amerikaner sind, ich weiß nicht, was die Amerikaner da zu tun haben, eben bei diesem Konflikt zwischen der Ukraine und Russland. Ich habe wirklich auch gehört, die USA und die NATO haben nichts mit diesem Angriffskrieg zu tun. Haben sie ja nicht. Haben sie ja nicht. Kann ja nicht sein. Wieso auch? Sie sind zwar... Ist ja kein NATO-Land angegriffen worden. Natürlich nicht. Mhm. Es ist ja so, dass viele Menschen sagen, man muss zur NATO beitreten, damit man von der NATO Unterstützung kriegt. Mhm. Jetzt ist es so, man kann sich, glaube ich, gar nicht wehren. Man wird auf jeden Fall unterstützt von der NATO, vor allem, wenn die irgendwie Waffen loswerden wollen. Du meinst Zwangsunterstützung? Das ist ja irgendwie ein arges Wort. Auf jeden Fall ist es so, dass viele Länder in Mitteleuropa und in den USA quasi Waffen loswerden wollen und die schicken wir jetzt in die Ukraine. Aber am besten ist, wir schauen einmal kurz in diesen Bericht rein.
Sie haben es in Ihrer Macht, hat Präsident Zelensky heute an die Vertreter von mehr als 50 Ländern appelliert bei einer Ukraine-Konferenz im deutschen Ramstein. In der Macht nämlich, der Ukraine jene schweren Waffen zu liefern, die sie für die Abwehrschlacht gegen Russland dringend braucht. Doch obwohl es in Ramstein heute durchaus großzügige neue Hilfszusagen gab für Raketen, Flugabwehrsysteme und Artilleriegeschütze, die deutschen Kampfpanzer, die Zelensky unbedingt will, die hat er heute nicht bekommen. Bundeskanzler Olaf Scholz will die Frage noch weiter prüfen. Die ukrainische Flagge, sie soll bald auch auf deutschen Panzern wehen. Das hofft man zumindest in der Ukraine. Die Russen haben viele Panzer, aber keine technologisch hochwertigen. Das Treffen in Ramstein könnte entscheidend sein, damit wir bessere Panzer bekommen. Während in der Ukraine weiter um jeden Meter gekämpft wird, wird in Deutschland darüber diskutiert, mit welchen militärischen Mitteln das in Zukunft geschehen könnte. Im US-Militärstützpunkt Ramstein hat sich heute zum mittlerweile 8. Mal die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe getroffen. Die Vertreterinnen und Vertreter von fast 50 Staaten sind zusammengekommen, um vor allem über die Lieferungen schwerer Waffen für die Ukraine zu beraten. Die USA versprechen gleich zu Beginn weitere Schützenpanzer, Luftabwehrsysteme und Munition. Die ukrainische Bevölkerung schaut auf uns, der Kreml schaut auf uns und die Geschichte schaut auf uns. Also werden wir nicht nachlassen. Da sieht man schön, dass das ganze Treffen in Deutschland stattfindet. Weil wenn du das Bild siehst, denkst du nicht, dass das in Deutschland ist. Ich meine, entschuldige, nur, ich meine, okay, das ist ein US-Stützpunkt, gell? Ja, aber in Deutschland? In Deutschland, nur Army-Flaggen und Ukraine-Flaggen. Ich habe es ja kurz gesehen, habe gedacht, Niederösterreich. Niederösterreich. Habe ich mir ganz kurz gedacht, was haben die Amerikaner mit Niederösterreich zu tun? Aber was zeichnet das für ein Bild? Also, und wie du vorher gesagt hast, wenn man so über diesen Konflikt diskutiert, wird ja immer gesagt, die Amis haben da nicht die Finger im Spiel. Und dann siehst du solche Bilder, gell? Also, huh. Wenn Russland einmarschiert, das heißt Panzer oder Truppen wieder die Grenze zur Ukraine überqueren, dann wird es keinen Nord Stream 2 mehr geben. Wir werden dem ein Ende setzen. Ich finde es total verwirrend, weil es ist ja eigentlich, es gibt ja zwei Kriegsparteien offiziell. Ja? Ja. Und dann treffen sie sich zum 8. Mal auf dieser Militärbasis in Deutschland von den Amerikanern, um darüber zu beraten, wer jetzt von diesen 50 Ländern welche Waffen in dieses Land schickt. Und ich denke mir nur so, hä? Was? Was haben die Amerikaner damit zu tun? Was haben die Deutschen damit zu tun? Wenn es zu einer militärischen Aggression gegen die Ukraine kommt, dann wird es harte, gemeinsam vereinbarte und weitreichende Sanktionen geben. Es wird sehr, sehr hohe Kosten für Russland haben, einen solchen Schritt zu tun. Was hat das überhaupt, warum ist das jetzt ein großer Unterschied, ob ich jetzt Schützenpanzer oder Kampfpanzer schicke? Ja, das habe ich bis jetzt nicht verstanden. So gut. Ich habe mir gedacht, das sind alles Friedenspanzer. Das sind alles Friedenspanzer, das ist selbstverständlich, ja. Können wir dann endlich losfahren? Nein, können wir nicht. Warum nicht? Wir warten auf Godot, Olaf Scholz. Noch bevor Olaf trifft, eine Entscheidung hat er Frage vergessen. Apropos vergessen, was soll er nochmal entscheiden? Naja, wir stammen ja aus deutscher Produktion, also muss Deutschland auch seine Erlaubnis geben, bevor wir an Dritte weitergegeben werden können. Ah ja. Wer ist nochmal der Dritte? Alter, die Ukraine. Kriegst du überhaupt irgendwas mit? Ah, okay, okay. Wann Olaf will sich denn entscheiden? Er meinte, er will keinen Alleingang machen. Immerhin sind wir krasse Kampfpanzer und keine Luschi-Schützenpanzer. Hey! Das sind alles Friedenspanzer. Mich wundert ja zum Beispiel, dass sie keine Klimakleber dort vor Ramstein hinkleben, ja, und schauen, dass die nicht vorbeikommen, weißt? Weil ja Krieg schlecht fürs Klima ist. Das, ja, ja. Das frage ich mich ja. Aber wahrscheinlich geht es dann nicht gut, wenn es die in, vor einem amerikanischen Stützpunkt festklebst, weißt? Vielleicht haben sie es probiert. Die haben sofort wegblasen. Ja, das könnte schon sein. Ich will nicht mehr. Auch aus Deutschland werden neue Waffen zugesichert. Und dennoch wächst der Druck auf die deutsche Regierung. Denn eine Entscheidung, ob man Kampfpanzer in die Ukraine liefern will, gibt es weiterhin nicht. Der Eindruck, der gelegentlich entstanden ist, es gebe eine geschlossene Koalition und Deutschland stehe im Weg, dieser Eindruck ist falsch. Es gibt viele Alliierte, viele Verbündete, die sagen, wir teilen die Auffassung, die ich heute hier auch noch mal dargelegt habe. Es gibt gute Gründe für die Lieferung und es gibt gute Gründe dagegen. Aus deutscher Sicht spricht vor allem dagegen, dass man das Eskalationspotenzial nicht weiter nach oben schrauben will. Pistorius lasse jetzt die Verfügbarkeit von Leopardpanzern überprüfen.
In einer Videobotschaft bedankt sich der ukrainische Präsident für die Hilfe, schränkt aber ein, 100 Dankeschön ersetzen nicht 100 Panzer. Hundreds of thank you are not hundreds of thanks. Schöner Wortwitz, ha? Da kann man den Wortwitz schon ausführen. Ich meine, er ist ja Schauspieler. Er ist ja Schauspieler, ja, richtig. Thank you. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Aber ja, es ist ein bisschen ein komisches Bild, wenn man sagt so, danke für alle Waffen, die ihr uns jetzt quasi geliefert habt, aber ich hätte gern die ganz die guten. Ja, ich meine, das verstehe ich auch nicht ganz, gell. Das muss auch ein bisschen, ich vermute, da ist ein bisschen eine moralische Entscheidung auch mit drinnen. Weil, dass man sagt, okay, wir liefern Munition, wir liefern Raketen, also von deutscher Sicht, aber diese Panzer nicht, ja. Also, was entweder unterstützt oder unterstützt nicht. Ja, ich weiß nicht, wo jetzt da bei den Panzern der große Unterschied ist. Aber man sieht, dass sie sich anscheißt. Man sieht, dass sie sich anscheißt. Weil halt nicht, weil sogar der SPD, Harvey, sieht, dass das ein Konfliktpotenzial ist. Weißt? Naja, der Verteidigungsminister der Deutschen, der Boris Pistorius, der ja der Neue ist, es hat ja vorher die andere gegeben. Ja, der hat es halt mehr ausgehalten. Die war, ja. Vielleicht ist es einfach eine schwierige Position, aber. Ich glaube, der Unterschied ist ja der, dass die einen Waffen, die geliefert worden sind, zur Verteidigung da sind und die anderen sind zum Angriff da. Immerhin sind wir krasse Kampfpanzer und keine Luschi-Schützenpanzer. Hey! Ah. Man kann sich natürlich dann aus Deutschland die Frage stellen, kommen wir einem Atomschlag auf Deutschland dann näher, wenn wir dem zusagen? Ja. Was ich den Armen ist es wurscht. Dem Armen ist es komplett egal. Ja, natürlich. Dem ist es ja ganz egal, wen er im Nahen Osten bombardiert, weil das ist ja weit, weit weg von ihm. Erinnert mich auch wieder, gell, immer wieder die Frage, wie hat der Zweite Weltkrieg geändert? Die Amerikaner haben 2 Atombomben geworfen. Genau. Gell, nur, dass man sich das mal kurz nochmal vor Augen haltet. Ich will nicht mehr. Aber das Schöne dann ist, dass wir haben ja eine Militärexpertin, eine Verteidigungsexpertin, eine Expertin für Sicherheitspolitik in der ZIP-2. Und da fragt der Armin Wolf dann doch nochmal nachhaltig, wie das jetzt so ist. Die Deutschen haben ein bisschen Angst davor, dass sie da jetzt Panzer, Angriffspanzer liefern und dadurch quasi ein Eskalationspotenzial geschürt wird, wie auch schon in dem Bericht quasi angesprochen. Mhm. Vielleicht schauen wir nochmal kurz rein. Bitte. Und dazu begrüße ich jetzt live im Studio die Sicherheitsexpertin Velina Chakarova, die Direktorin des Austria-Instituts für Europa und Sicherheitspolitik. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ah, spannend. Bevor wir da jetzt reinschauen, Austria-Institut für Sicherheitspolitik in Europa. Nicht gewusst, dass es sowas gibt. Erstens einmal spannend, dass die überhaupt eingeladen wird. Mhm. Aber bevor wir uns damit beschäftigen, was das für ein Institut ist, hauchen wir mal ganz kurz rein, was das mit der Eskalation nun mal auf sich hat. Nun ist ja die Angst von Deutschland, haben wir vorhin gehört beim deutschen Verteidigungsminister, dass gerade diese Panzerlieferungen eine Eskalation auslösen könnten. Wäre das so, wie würde denn Russland reagieren auf die Lieferung dieser Panzer? In Wirklichkeit hatten wir schon in der Vergangenheit, also während der letzten Phasen, immer wieder diese Ängste seitens der politischen Führung in mehreren westlichen Staaten, vor allem natürlich, wie Sie genannt haben, Deutschland gehabt. Allerdings haben sich diese Ängste bis jetzt nicht tatsächlich bewahrheitet. Und auch in dieser Phase sind die meisten Sicherheits- und Militärexperten der Meinung, dass die Lieferung dieser Panzer eigentlich zu keiner Eskalation führen wird. Die tatsächliche Eskalation wird eigentlich von Russland kommen, weil Russland sich gerade auf diese Eskalation vorbereitet. Also Russland braucht militärische Erfolge. Und Russland verwendet sozusagen einen Ansatz, wo auch zu massiven Luftbombardierungen der kritischen Infrastruktur weiterhin kommen wird. Das heißt, die Eskalation wird nicht von der Lieferung der Panzer kommen, sondern von Russland. Man könnte natürlich jetzt diese Antwort transkribieren und nochmal schauen, was sie da jetzt genau sagen hat wollen. Aber sie wollte auf jeden Fall sagen, wenn Deutschland sagt, es könnte zu einer Eskalation kommen oder sie haben Angst davor, dass Russland auf diese Lieferungen ein bisschen sauer reagiert, dann sagt sie so, naja, die Militärexperten gehen davon aus, dass das, na. Das heißt, die Eskalation wird nicht von der Lieferung der Panzer kommen, sondern von Russland. Ganz ehrlich, meine Meinung dazu, ich habe echt ein bisschen Angst, was dazu zu sagen. Ja? Auch da in diesem Internet. Warum? Weil ich es nicht mehr check. Ich check nichts mehr. Was ist jetzt? Weil Russland Raketen hat und deeskalieren, also diese Raketen eskalieren,
Deswegen braucht man dann Panzer, die nicht eskalierend wirken, weil man hat sie in der Vergangenheit gesehen. Ich verstehe es nicht mehr. Also ich tue mir echt schwer, was da dazu zu sagen. Also das ist ja wirklich jetzt sehr spannend alles. Es ist ja deswegen sehr spannend, weil es ja die Sachen, die früher für uns alle logisch waren, jetzt auf einmal durch Experten wieder so weggedrückt werden. Naja, vor allem... So, was passiert, wenn ich mit einem Stecken in ein Hornissennest einstich? Naja, das Stecken an sich ist nicht das Problem. Die Hornissen hätten sowieso angegriffen, weil die Hornissen wollen ja Menschen umbringen. Und da hat es mit dem Eskalieren und mit dem, was ist vorher passiert, das ist völlig egal. Ja, aber die militärische Unterstützung ist der schnellste Weg zum Frieden. Ist das das, was uns noch immer, was uns noch immer sagen wollen? Und allein das habe ich schon von Anfang an nicht verstanden. Weil du gerade vom Frieden sprichst, hupfen wir einfach gleich zu der Friedensdiskussion, die jetzt gleich geführt wird, wo auch sie gefragt wird, wie stellt sie es denn vor? Wie glaubt sie, dass zu Frieden kommt? Oder wird es überhaupt keinen Frieden geben? Hat sie da Antwort? Schauen wir mal. Es gibt ja sehr viele Menschen in Europa, die immer wieder Verhandlungen fordern und einen Waffenstillstand. Viele Fachleute sagen aber, ein Waffenstillstand jetzt wäre nur im Interesse Russlands. Sehen Sie das auch so? Ich sehe es genauso. Russland spielt durchaus auf Zeit. Und ein eingefrorener Konflikt, ein, sagen wir mal, Waffenstillstand, Friedensgespräche würden eigentlich zugunsten der russischen Interessen aus heutiger Sicht stattfinden. Das heißt, Russland will natürlich die völkerrechtswidrigen annektierten Gebiete auch legitimieren lassen. Und diese Gespräche zum Beispiel würden das genau bezwecken und auch erzielen. Für die Ukraine ist es wichtig, weitere Gegenoffensiven zu führen. Erstens natürlich die Verteidigung jetzt mal so zu organisieren, dass bei einer Eventualität, also seitens Russlands, das heißt bei einem eventuellen Angriff seitens Russlands, auch entsprechend also die Antwort erfolgt. Aber im nächsten Schritt muss die Ukraine auch weitere Gegenoffensiven erfolgreich durchführen. Erst dann kann ein Krieg natürlich unter ukrainischen Bedingungen am Verhandlungstisch enden. Aber jetzt sagen Sie, Russland wird nicht aufgeben und die Ukraine, die kann nicht aufgeben. Wie kann der Krieg dann enden? Ich bin der Meinung, dass wir mit einem Ermattungskrieg zu tun haben, der wahrscheinlich das ganze Jahr lang noch dauern wird. Aber kann Russland ermattet werden? Ist Russland nicht und das russische Militär nicht einfach zu groß, um ermattet zu werden? Das ist durchaus der Fall. Und es gibt schon Zeichen, es gibt schon Hinweise, die darauf deuten, dass Russland sich genau auf diesen langen Ermattungskrieg noch vorbereitet. Sehen wir uns mal die Ankündigungen seitens des russischen Verteidigungsministeriums. Man will die russischen Truppen auf 1,5 Millionen aufstocken und so weiter. Es gibt schon eine zweite Teilmobilisierungswelle. Gleichzeitig muss man sich im Klaren sein, was es heißt, wenn man einen Frieden nach russischen Konditionen erzwingt. Das heißt, dass Russland auch nach der Annektierung dieser Gebiete nicht aufhören wird. Nach einer Pause wird es wieder zu einem Krieg kommen, bis die tatsächliche Unterwerfung des Landes eigentlich nicht als Ziel erreicht ist. Das heißt aber, dieser furchtbare Krieg wird uns noch viele Monate beschäftigen. Ich gehe davon aus, dass es in diesem Jahr weiterhin mit Höhen und Tiefen stattfinden wird. Jetzt müssen wir uns auf eine circa 2 bis 3 Monate Phase vorbereiten, Eskalationsphase vorbereiten. Ich denke, dass es wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres was abzeichnen kann. Es gibt Präsidentschaftswahl in Russland und Putin will wieder Präsident werden am 17. März. Und das heißt, vor dem 17. März gibt es wahrscheinlich schon hoffentlich eine erste Zwischenentscheidung. Der ist noch sehr weit weg. Frau Tschachowa, vielen Dank für den Besuch im Studio. Vielen herzlichen Dank. Ich meine, ich bin da jetzt kein Experte, gell? Wie ich vorher schon gesagt habe, ich tue mir schwer, da was dazu zu sagen. Nur zu sagen, dass Friedensverhandlungen den Russen in die Finger spielt, weil da wird es mal kalt. Ne, wie gesagt, das Ding ist, das ist im österreichischen Farbfernsehen ausgestrahlt worden. Und mir ist nicht ganz bewusst, ob wir das alle mitgekriegt haben, was wir gerade für einen Kurs fahren.
Und es ist eh nett, dass der Herr Armin Wolf so ein bisschen diese naiven Fragen stellt, so, wie stellt es euch denn vor? Ja, weil es ist eine österreichische Organisation schon, gell? Es ist eine österreichische Organisation. Schau mal kurz rein. Das ist ein Institut für Europa- und Sicherheitspolitik. Wir sind verloren, Alter, wir sind verloren. Und das Schöne ist, man, das ist übrigens sie, man sieht es nur am Rande, aber das Spannende ist, wenn man sich da bei den Kooperationen mal so anschaut, wer da alle dabei ist, das Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport, Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten, Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, das Land Niederösterreich, die Gemeinde Maria Enzersdorf, die österreichische Nationalbank und die Raiffeisen Landesbank Wien-Niederösterreich. Außerdem im Netzwerk Diplomatische Akademie Wien, Politische Akademie der ÖVP und natürlich das Egmont-Institut Brüssel und eine Universität, die ich nicht anfangen werde auszusprechen. Mhm. Aber es ist doch schön, oder? Da lädt man jemanden ein, der sehr viel mit der ÖVP und mit dem Verteidigungsministerium und mit dem Land Niederösterreich zum Tor hat und mit der Raiffeisenbank und der österreichischen Nationalbank und reden wir darüber, wie der Krieg weitergeht. Und die Antwort ist im Endeffekt, naja, Frieden bringt nur was für Russland. Also du musst es einfach, ich stelle es mir einfach so vor, sie setzt sich rein, wird gefragt und dann so, na, also mindestens ein Jahr müssen jetzt noch Leute in der Ukraine sterben, so viel wie geht. Auch wenn es ein bisschen Ups und ein bisschen Downs gibt. Ich gehe davon aus, dass es in diesem Jahr weiterhin mit Höhen und Tiefen stattfinden wird. Aber je mehr Leute sterben, desto besser ist es für die Ukraine und für Europa. Jetzt müssen wir uns auf eine ca. 2-3 Monate Phase vorbereiten, Eskalationsphase vorbereiten. Und Frieden ist nur gut für alle Seiten, und zwar die Seiten, die angreift. Waffenstillstand, Friedensgespräche würden eigentlich zugunsten der russischen Interessen aus heutiger Sicht stattfinden. Obwohl es gibt natürlich auch Gegenoffensiven. Das ist kein Angriff, gell? Das ist kein Angriff, das ist eine Gegenoffensive. Ja, ist eine Gegenoffensive. Für die Ukraine ist es wichtig, weitere Gegenoffensiven zu führen. Ja, es ist irgendwie sautragisch und nicht verständlich. Es ist ja auch so, dass nicht die Stimmen schon wieder laut werden, dass Österreich auch Panzer schicken soll. Naja, müssen wir ja anscheinend. Irgendwie hat jetzt auch in irgendeinem Bericht gesagt, Österreich müsste theoretisch auch Panzer schicken, auch wenn es neutral ist. Na, was, und das ist einmal dieser Satz, das ist mit der Neutralität vereinbar. Nein, Neutralität, da stehen Sie auf keiner Seite. Die Leute, jetzt auf einmal kracht das dort, ja, und das ist seit 45, wissen Sie, wie viele Kriege geführt waren? Weißt, wird auch nie diskutiert oder uns wird das nicht erklärt, was Neutralität bedeutet. Die Neutralität war eine der Voraussetzungen, damit Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt unabhängig werden konnte. Erst als klar war, dass Österreich nicht Teil des Westens ist, also militärisch, und auch nicht Teil des sowjetischen Bündnisses, sind die letzten Truppen abgezogen. Über das wird dann nicht gesprochen, weißt? Was das, diese Werte, weißt? Das sind nämlich auch westliche Werte. Naja. Neutralität ist auch westliches, ein westlicher Wert, nur in den USA natürlich nicht. Gell? Naja. Also, ich meine, entschuldigen Sie, Sir. Die treffen sich natürlich da alle, diese 50 Länder in Ramstein, über westliche Werte zu diskutieren. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wer da eingeladen wird, aber anscheinend die ganzen Leute, die Waffen der NATO verteilen. Ja. Und wenn man sich diese Sicherheitsexpertin anhört, dann denkt man sich so, sag mal, sind die für Krieg? Finden die Krieg gut? Ja eben, das ist keine Sicherheitsexpertin, das ist eine Kriegslobbyistin oder eine Waffenlobbyistin. Es könnte eine Waffenlobbyistin sein. Ich weiß es nicht. Mir kommt es halt ein bisschen komisch vor, dass beim Konflikt zwischen der Ukraine und Russland das irgendwie auf einer deutschen Basis der Amerikaner besprochen wird, wo nur ukrainische und amerikanische Flaggen stehen. Und langsam aber sicher muss man einfach die Frage stellen, um was es da eigentlich geht. Weißt? Ja, gibt es Europa überhaupt noch? Weißt? Oder ist das eh nicht schon lang klein USA? Ja, das ist einfach eine Filiale von den amerikanischen Vereinigten Staaten. Ja. Ich halte das alles nicht mehr aus. Super. Und wie ja immer man jetzt die Aggression sieht, die Russen da ausüben, gell? Aber die Amerikaner haben immer schon gewarnt davor, dass sie Deutschland und Russland versteht. Weil jetzt stell dir das nämlich vor, Europa, Deutschland, Russland, China, Japan würden sie gut verstehen, weißt? Dann bleibt nämlich von der Welt nicht mehr viel was anderes über wie die USA.
Afrika, Südamerika, aber von dem haben die Amis wahrscheinlich Angst, dass Eurasien... Dass sie die andere Seiten von der Welt zu gut miteinander versteht. Genau. Und dann sind sie unwichtiger. Ja. Die Amerikaner um George Friedman sagen, man müsse die Deutschen gegen die Russen hetzen. Das Hauptinteresse der USA, für das wir immer wieder Krieg geführt haben, im Ersten und Zweiten Weltkrieg und auch im Kalten Krieg, waren die Beziehungen zwischen Russland und Deutschland, weil vereint sie die einzige Macht sind, die uns bedrohen kann. Unser Hauptinteresse besteht darin, sicherzustellen, dass dieser Fall nicht eintritt. Das ist ein Vortrag von 2015, dass hier diese Landmasse Eurasien, wenn die geeint ist, ist das gefährlich. Hingegen, wenn die verschiedenen Nationen gegeneinander kämpfen, sind sie geschwächt. Es ist auch gar nicht schwer zu verstehen. Weil sie warnt uns da gerade vor Frieden. Gell? Genau. Und ganz ehrlich, wenn eine Militärexpertin, das ein Institut ist, was in Österreich ist, vor Frieden warnt, gell? So muss man das nämlich sehen, ist das sehr bedenklich, Freunde. Erst als klar war, dass Österreich nicht Teil des Westens ist, also militärisch, und auch nicht Teil des sowjetischen Bündnisses, sind die letzten Truppen abgezogen. So etwas Ähnliches strebt jetzt auch Russland mit der Ukraine vor. Demnach verlangt der Kreml eine Entmilitarisierung der Ukraine, die Anerkennung der Krim als russisches Gebiet und die Neutralität Kiews. Würde die Ukraine neutral werden, nach schwedischem oder österreichischem Vorbild, wie es heißt, wäre das für Putin ein Kompromiss. Die Ukraine will davon nichts wissen. Ja, ja. Aber wie gesagt, wir haben es in den letzten Jahren schon gesehen. Man kann sich natürlich schon überlegen, wen man als Experten einlädt und ob man jemanden einlädt, der Frieden cool findet oder der Frieden halt scheiße findet. Mhm. Weil Frieden heißt, wenn ein Waffenstillstand ist und keine Leute sterben, ist es schlecht. Ist einfach schlecht. Mhm. Und wenn es nach ihr geht, dauert das jetzt mindestens ein Jahr. Ja. Vielleicht ist er schlecht. Die Frage ist nur, für wen? Für die Menschen, die dort sterben, ist das wahrscheinlich nicht schlecht, wenn sie nicht sterben. Aber wie gesagt, ich bin kein Experte, ich blicke da nicht mehr durch. Wenn ich mir diesen Konflikt anschaue, denke ich mir einfach so, das ist wie wenn du jetzt einen Turnsaal hast, wo zwei Parteien drinnen kämpfen und die was draußen stehen, denken darüber nach, mit was für Waffen die da jetzt reingehen und ob sie noch ein bisschen Verstärkung schicken. Aber keiner will in den Raum gehen. Keiner will da wirklich dabei sein. Aber von außen betrachtet, denke ich mir so, ja, nein, ist schon wichtig, dass die das jetzt ausdiskutieren. Was? Ausdiskutieren. Ja, ja. Als Verteidigungsminister von Deutschland hat man schon ein bisschen Angst. Zu Recht. Ja. Zu Recht. Ich muss mir jetzt gedanklich noch ein bisschen diese Polizisten in den Hinterkopf wünschen, damit ich nicht so mit diesen negativen Gedanken konfrontiert bin, die dieser letzte Bericht jetzt einfach mit sich gebracht hat. Naja, das ist ja das, was ich in den Schlussworten gesagt habe letztens, gell? Nur da fällt schon auch schwer, das herausfordern zu sehen, weißt? Und dass man das spannend findet, weil, ja, hoffentlich raschelt es nicht, gell? In Bälde. Und da kann man auch nur hoffen, weißt, das Schlimme daran ist, da geht es um Krieg und das Einzige, was ich immer denke, hoffentlich schmeißt er keine Bomben, der Army und der Russ, weißt, hoffentlich schmeißt er keine Bomben, vor allem nicht auf Europa, weißt? Ja, aber es wird dazu kommen können. Es wird dazu kommen können, ich weiß. Wir wünschen uns auf jeden Fall mal alles Gute. Ja. Alles Gute, alles Freunde. Gute. Ja, fast zusammen die Woche. Schau. Ich muss das einfach im Hintergrund haben. Ich muss das gedanklich im Hintergrund haben. Einfach nur, dass ich mir so ein bisschen... Weißt, dass das Ganze ein bisschen leichter ist. Ja. Die lustigen Sachen der Woche. Nein, es hilft ja nichts. Ja. Die lustigen Sachen der Woche. Was haben wir aus dieser Woche gelernt? Wenn du im Schlamm bist, nicht stehen bleiben. Weitergehen. Mhm. Stehen bleiben ist nicht gut. Weißt, man muss in Bewegung bleiben. Sonst sinkt man ein. Und wenn dann jemand zur Hilfe kommt, dann sinkt der mit ein. Puh. Weißt? Und der wird dann auch stecken bleiben. Und der wird dann auch verenden. Und die Leute, die sich aber bewegen können, die sich nicht so gedanklich festgefahren sind, die können sich bewegen. Die können sich als Mönch verkleiden, können Polizisten umstessen. Aber die Leute, die ständig glauben, sie sind da und es ist wichtig, dass sie da sind, und es ist auch wichtig, dass Sicherheit, weißt, die Sicherheit ist so wichtig. Vor allem die schweres Gerät anhaben, sinken ein, weißt du? Ja, die haben natürlich auch ein gutes Gefühl, weißt? Die sind alle in der richtigen Mannschaft, die haben alle die richtige Seite gewählt, aber trotzdem bleiben sie stecken. Weißt? Die Dinosaurier sind im Schlamm verendet. Aber die denken sie immer noch, sie sind richtig. Sie sind immer noch
das richtige Outfit, die richtigen Seiten. Kämen wir nicht mehr außer. Zack, umgefallen. Naja, aber was haben wir wirklich gelernt? Wir haben gelernt, dass man eine Hundertschaft dafür braucht, dass aus diesem Kanzleramt kein Blödsinn rauskommt. 104 Personen, eine 500.000 Euro monatlich dafür, dass der Kanzler richtig schlecht dasteht. Aber vielleicht könnte er noch viel schlechter dastehen, wie zum Beispiel der Herr Wöginger, der angeklagt ist, der Herr Schelling, der ein bisschen gegen den ermittelt wird. Weißt? Es kann auch ganz schlecht ausfallen, und zwar, dass man einfach nach dem Saufen mit dem E-Scooter stürzt. Gute Besserung, Magnus. Nach Bregenz übrigens. Der ist einfach ins Homeoffice nach Bregenz gefahren und arbeitet jetzt von dort aus. Bitte ruhig, vielleicht braucht man doch einen neuen Finanzminister, der ein bisschen... Der nicht auf den Kopf gefallen ist. Der nicht auf den Kopf gefallen ist. Ja. Ja. Drum sage ich ja, du bist nicht dienstfähig. Bin ich wohl. Vielleicht müssen wir das anschauen, weißt? Aber wir reden eh nicht über die wichtigen Themen. Wir reden über Sachen, die uns nur peripher interessieren, weißt? Wir regen uns über die Greta auf, weil es alles inszeniert ist, und dann kommen wir drauf, oh, der Rest war auch inszeniert. Oh Gott! Am besten ist einfach das Ganze so wie wir, einfach mit ein bisschen Abstand. Hm. Anschauen, sie denken so, ja, okay. Ja, das muss man ein bisschen egoistisch sein. Ja. Man muss halt wirklich schauen, dass man nicht irre wird. Mhm. Weißt, für sich selbst. Ja, aber apropos nicht irre werden. The one and only Ozzy Osbourne. Good evening, Ozzy. What? Good evening, Ozzy. Hello there. How are you? Fine. Was normalerweise immer hilft, sind die Schlussworte. Thomas, bitte. Ja, ich muss echt ganz ehrlich sagen, ich habe es vorher erwähnt, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ja, ich bin echt ein bisschen sprachlos. Vorher gerade an die Schlussworte gedacht, was ich heute sage. Bin aber dazu gekommen, die Schlussworte vom letzten Mal möchte ich mich bedanken, dass das so gut bei euch angekommen ist da draußen. Und dass ich viele gute Nachrichten gekriegt habe. Das hat wirklich die Wochen auch erträglich gemacht. Und ich möchte einfach nur sagen, es hat die beste Community, die man sich wünschen kann. Deswegen schaut euch die Schlussworte vom letzten Mal nochmal an, weil die waren echt spitze. Die haben mir auch Teile der letzten Woche und der jetzigen Woche gerettet. Deswegen werden wir uns da nochmal einbalsamieren. Du hast da einen Clip geschnitten, den man sich jetzt anschauen kann. Kann da natürlich nur beipflichten. Ohne euch, gell? Ohne euch waren wir nichts. Deswegen danke, bis zur nächsten Woche. Tschüss! Tschüss, Freunde.